Guten Abend, Herr Messner. Guten Abend. Dass Bergsteigen oder Wandern in hochalpinem Gebiet nicht ungefährlich ist, das weiß wohl kaum einer besser als Sie. Aber Gletscher schmelzen ja nicht erst seit gestern. Hätte man mit so einer Katastrophe rechnen können oder gemüssen? Also jetzt im Rückblick ist leicht zu sagen, das war voraussehbar. Aber sogar ein Bergführer hätte vielleicht heute früh oder gestern früh nicht erkennen können, dass da eine ernste Gefahr droht. Denn nach meinem Dafürhalten ist diese Lawine unterirdisch entstanden, beziehungsweise unter dem Eis entstanden, weil dort sich Wasser angestaut hat. Es war nicht nur die globale Erwärmung, die den Gletscher schmelzen lässt, es war auch sehr warm und damit rinnt das gesamte Schmelzwasser, auch das Regenwasser, unter das Eis hinein, unter den Gletscher. Dann ist zwischen dem Fels, wo die Eismassen drauf liegen, und dem Eis, der Eismasse, ein Hohlraum, da entsteht ein See. Der muss gar nicht groß sein. Und wenn er vorne ausbricht, weil er das Eis hinausschiebt, das ist gleich wie ein Seerak-Abbruch, dann gehen gleich Steine und Wasser und Erde und natürlich auch Schotter mit dem Eis. Das sieht man auch im Abgang der Lawine, dass gleich am Anfang schon schwarzes Material dabei ist, das nur von einer Wassermasse herausgeschoben werden kann. Wenn jetzt dieser Abbruch aufgrund eines Schmelzens der Permafrostschichten oder auch des Gletschers zustande gekommen ist und der Klimawandel ja immer stärker da Einfluss nimmt, was kann man da tun, außer sich jetzt gegen den Klimawandel zu stemmen? Gibt es da etwas, um das Schmelzen der Gletscher zu stoppen? Es gibt ja Versuche, Gletscher mit weißen Textilplanen abzudecken, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Hilft sowas oder müssen wir das einfach akzeptieren, solange es wärmer wird? Ich finde das lächerliche Versuche, sich gegen die Natur zu stellen. Wir haben keine Chance, das aufzuhalten. Das hat angefangen vor mehr als 100 Jahren mit dem Verbrauch der fossilen Brennstoffe. Wir haben die Welt aufgeheizt. Nicht die paar Bergsteiger oder Hüttenwirte, die da oben arbeiten, sondern die globale Erwärmung kommt aus den Städten, aus der Industrie, aus den Autobahnen und nicht unbedingt von den Bergen, wo ein paar Leutchen unterwegs sind. Da waren viele Leute an der Marmolada, aber das sind immer noch Dutzende und nicht Hunderttausende. Aber die Folgen spüren wir vor allem im Gebirge. Wir spüren es mit den Bäumen, also mit den Pflanzen, den Sträuchern, die immer höher hinaufgehen, weil sie oben Wärme genug haben im Sommer. Wir spüren es mit den Tieren, die höher hinaufgehen. Und vor allem spüren wir es mit der Verwitterung, die viel schneller vor sich geht, und mit dem Gletscherschwund, der die Alpen treffen wird, dann auch die Anden und den Himalaya. Was in der Antarktis oder in Grönland passiert, das sind andere Dimensionen. Die Eismassen der Alpen waren in ihrer Hochblüte nicht einmal 1% des Erdeises. Nur um eine Übersicht zu haben, dass es nicht so ist, dass jetzt alles Eis verschwindet, weil die Marmolada den Gletscher verliert. Aber wenn wir auf die Alpen blicken, welche Folgen sehen Sie insgesamt für den Tourismus dort bei solchen Gefahren, wenn da auch selbst erfahrene Bergsteiger und Führer nichts tun können? Müssen wir da Gletscher meiden zukünftig als Wanderer? Müssen ganz neue Routen gefunden werden, fernab von solchen Gletschern? Also wenn wir überhaupt die Toten am Berg meiden wollten oder nicht haben wollten, müssen wir das Bergsteigen lassen. Verbieten müssen wir es nicht. Das Bergsteigen ist nicht notwendig. Es ist die Eroberung des Nutzlosen und die Kunst besteht darin, in die wilde Natur hinauszugehen, in die Gefahren hinauszugehen, in diese archaische Welt hinauszugehen. Die hat große Potenziale, um über die Natur sich selber was zu lernen. Und wir müssen eben lernen, damit umzugehen. Wir wissen, dass es heute gefährlicher ist auf den Gletschern. Nicht nur, weil sich Spalten auftun, neue Spalten auftun, weil eben mehr Möglichkeiten bestehen, dass Seracs oder andere Formen der Abbrüche eben das Eis zu Tal werfen. Das Eis geht dann nieder. Gerade in den letzten Jahren, wenn die Gletscher dünn sind, wenn die Steine schon durchschatten, dann geht die Schmelze schneller vor sich und riesige Stücke können, ohne dass es einen Serac-Abbruch gibt, abgehen, weil einfach das Eis dann auf dem Felsen, das liegt ja immer auf Felsen oder auf Steinen oder vielfach sogar auf glatt geschliffenen Felsen, dass das dann abgehen muss, ist relativ logisch. Und dann sind Lawinengefahr, Steinschlaggefahr darunter. Der Berg, das ist das große Problem, dass die Leute, wir alle, weniger Bezug zur Natur haben wie Generationen vor uns. Uns hat man sozusagen in eine urbanisierte, in eine sterile, in eine heile, auch wohlhabende Welt gestellt.
und wir haben den Kontakt zur Natur verloren. Ein aktiver Alpinist, der wirklich in die Wildnis hinausgeht, entwickelt einen großen Respekt vor den Bergen. Mein Respekt ist innerhalb von 70 Jahren Bergsteigerei gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich habe heute mehr Respekt vor den Bergen als mit 20 Jahren. Herr Messner, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Einschätzungen. Dankeschön, meinerseits.